Während des Unterrichts im Internet surfen gibt es nicht? Doch, und zwar im Rahmen vom Projekt Medienprofi. Dabei gilt es, die besten Informationsquellen im Netz zu finden. Schließlich müssen die Aufgaben der Vorrunde 2 richtig beantwortet werden, um eine hohe Punktzahl zu bekommen. Sie nutzen die Suchmaschinen etwas sorgfältiger, weil sie finden ganz schnell ganz viele Informationen, aber so die Kleinigkeiten, da müssen sie dann genauer nachlesen. Sie können die Fragen, die gestellt werden, auch nicht einfach nur beim ersten Suchen sofort finden. Die müssen oft nochmal genau lesen, was sie gefunden haben und dann auch nochmal eine zweite Seite oft finden. Das gefällt mir. Währenddessen sammelt OV-Reporter Klaus-Peter Lammert ein paar Stimmen der Schüler ein. Schließlich wollen wir wissen, wie das Projekt bei den Teenies ankommt. Die Kinder oder Jugendlichen wissen sowieso meistens mehr übers Internet, als ich es weiß. Also die sind da sehr schnell mit solchen Sachen. Was mir gefällt, ist, dass wir das als Klassenprojekt machen. Und in der Oberschule ist es ja generell so, dass die viel in differenzierten Gruppen haben. Und es dann schön ist, wenn die das eben auch mal alle zusammen machen. Und die arbeiten in den Gruppen dann immer an den einzelnen Fragen. Und das klappt gut. Das macht ihnen Spaß. Welche Teams die zweite Vorrunde überstanden haben, erfahrt ihr in der OV.